Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Ganz, das hättet ihr jetzt nicht erwartet, oder? Dass hier einfach der Dagi LP ist, oder? Das ist voll special jetzt, ne? Da seid ihr überrascht, ne? Ja, guckt mal Leute, da hat sich doch schon gelohnt, die Folge hier einzuschalten. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle dabei seid. Und. Ja, die Folge hier beginnt quasi nahtlos zur letzten Folge. Ich habe nur einmal auf Aufnahme Stopp und wieder auf Aufnahme Start gedrückt, weil, naja, eigentlich wollte ich jetzt nicht hier direkt an dem Turm weiterbauen. Aber letzte Folge, gegen Ende, hat es einfach so unglaublich gut funktioniert. Und schaut euch das mal an. Also dieser Rahmen darum gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Dass ich einfach eine Motivation entwickelt habe, hier dran jetzt weiterzubauen. Allerdings, gleiche Problem wie letzte Folge. Ich habe jetzt nicht so viele Treppen mitgenommen. Und deswegen werden wir das jetzt mal direkt am Anfang der Folge ein bisschen ändern. Genau, und falls ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr auch, was es hiermit auf sich hat. Nämlich diese lustige blaue Linie und diese andere lustig blaue Cobblestone-Linie ist alles eine Markierung und wichtig für die Zukunft, für diesen Bereich hier. Aber wenn ihr da genaueres wissen wollt, dann müsst ihr wohl oder übel, es tut mir wahnsinnig leid, Leute, die letzte Folge nochmal gucken oder zum ersten Mal gucken. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen. Das wäre voll nett, hilft mir mega weiter. Und ich werde das nie wieder erwähnen, weil es euch wahrscheinlich nervt, wenn ich das jedes Mal sage. Das übernehmen in Zukunft wieder die Bauchbinden. Yay, Daniel, du kannst es einfach. Wahrscheinlich hassen dich schon alle. Egal. So, nein, nicht egal. Oh nein. Lindy ist nicht da. Ich habe keine dünne Eisbeauftragte, Leute. Naja, egal. Ich komm schon irgendwie klar. Wird schon irgendwie. So, und dann drücken wir uns jetzt einfach mal alle gegenseitig die Daumen. Oder ihr drückt mir besser gesagt die Daumen, dass ich jetzt hier diese Aufgabe weiterhin so glorreich wie auch letzte Folge weiterführen kann. Ohne dass... Ja, fängt ja schon mal gut an, Daniel, ne? Direkt der erste Stein, den ich setze, ist schon mal falsch. Sehr schön. Genau, aber wir drücken einfach mal die Daumen und, genau. In der Zeit, während ich hier lustig Treppen setze, kann ich euch ja schon mal ein bisschen das Thema erklären. Ist mal wieder ein Thema, was ich mir selber rausgesucht habe. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich auch in den letzten Malen gemerkt, dass ich aktuell sehr viel Wert darauf lege, auch immer mal wieder Themen einzubringen, die ich mir selber überlege. Das sind entweder Themen, die meine Privatperson interessiert, die mir irgendwie auf der Seele brennen oder wo ich mich einfach mal gerne erklären möchte oder wo ich ein bisschen, ne, meine Sicht halt erklären möchte. Und das heutige Thema behandelt die Frage, warum ich für immer, und ich meine für immer, und das weiß ich jetzt schon, Potterhead bleiben werde. Was gibt es, was mich da so hundertprozentig sicher macht, dass ich das bleibe, egal was kommt? Egal, ob Fantastic Beasts 3 jetzt ein Flop wird oder nicht. Oder egal, welche Aussagen Rowling vielleicht nur treffen sollte. Ich weiß, das klingt jetzt im ersten Moment mega kritisch, so von wegen, egal was Rowling sagt, ich bleib dabei so voll, als wäre ich so voll bockig jetzt gerade. Aber ich werde das genau, oder beziehungsweise, ja, etwas exakter gleich erklären, damit ihr auch Bescheid wisst, was mein Gedankengang dabei ist. Aber genau, also das wird das heutige Thema sein, da werde ich heute mal vermehrt drüber quatschen. Aber, genau, jetzt kommt das Aber. Jetzt müssen wir uns mal gerade ganz kurz überlegen, ob wir diese Verdickung, die ich jetzt hier gebaut habe, ob wir die nochmal einen Stein weiter nach außen bauen. Weil ganz im Ernst, Leute, wir sind hier gerade dabei, eine kleinere Version von diesen Türmen hier umzusetzen. Und hier haben wir zwei davon benutzt. Also so war jetzt eigentlich der Plan. Aber, und jetzt kommt das große Aber, diese Türme hier sind ja auch viel, viel größer und viel, viel wuchtiger als dieser hier. Also wäre es nicht hier vielleicht sinnvoller, nur eine Verdickung zu bauen, anstatt direkt zwei? Ja, ich würde glatt sagen ja. Oder? Ah Mann, jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube, wir machen den nächsten Step erstmal so, dass ich jetzt hier einen Rahmen drum baue. Weil wenn, dann müsste ja der weitere Abschnitt dieses Turms an diese Stelle hier gebaut werden. Und an diese hier. Und die hier muss ja frei bleiben, damit diese Verdickung, wie da zu sehen, genau, nach außen noch ein bisschen hervorguckt. Das ist so der Hintergrund. Ob wir das alles hinkriegen werden? Nee, bestimmt nicht. Aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ja, also, warum werde ich immer Potterhead bleiben? Es gab schon einige Folgen Let's Build Hogwarts und auch einige Livestreams, wo ich mich das schon ansatzweise mal erklärt habe. Nämlich, in Bezug darauf, dass Harry Potter für mich etwas ist, was mir aus der schlimmsten Phase meines Lebens geholfen hat. Harry Potter war für mich immer ein Anker und wird es immer bleiben. Ich trenne auch zwischen Autor und, also zwischen Autorin in dem Fall und dem eigentlichen Fandom.
Und ja, für mich ist das Fandom einfach ein mega wichtiger Rückzugsort. Ein Ort, an dem Magie herrscht, ein Ort, an dem, ja, all diese positiven Werte, die ich ja auch selber vertrete, herrschen. Zum Beispiel, ne, Gleichberechtigung. Klar, also auch in Harry Potter gibt es so etwas wie Rassismus. Auch in Harry Potter gibt es solche niederen Beweggründe. Aber sie werden auch in der Reihe als niedere Beweggründe genannt. Und insgesamt ist Harry Potter aber trotzdem ein Ort, wo man ja, gute Werte vermittelt bekommt. Wo ich finde, wo ich auch sehr viele gute Werte, ja, mitbekommen habe, die mir auch in meiner weiteren Entwicklung sehr, sehr doll geholfen haben. Und dazu, ja, 10 verschiedenste Dinge. Also nicht, dass ich vorher irgendwie komplett andere Meinung war und mich die Reihe dann irgendwie umgepolt hat, sondern dass sie einfach mein Denken in eine gewisse Richtung, ja, indirekt beeinflusst haben. Und ich kann nicht sagen, dass es eine schlechte Richtung war, weil ich würde mich als sehr, sehr, ja, wie nennt man das? Als sehr, sehr offenen Menschen da bezeichnen. Also ich pflege einen sehr offenen Umgang. Ich bewerte Menschen nur danach, wie sympathisch sie sind. Das ist meine einzige Bewertungsgrundlage, auch bei generell bei Menschen. Wenn ein Mensch nett zu mir ist, bin ich nett zu ihm. Und wenn ein Mensch scheiße zu mir ist, dann bin ich auch scheiße zu ihm. Nein, dann bin ich nicht scheiße zu ihm, aber dann werden wir jetzt nicht unbedingt beste Freunde. Sagen wir es mal lieber so. Und genau, das ist natürlich auch etwas, was Harry Potter mir sehr, ja, mitgegeben hat, sag ich mal. Allein durch diese ganze Thematik rund um, ja, in der Schule so Freunde finden und so. Was ja mir damals tatsächlich auch sehr, sehr schwer fiel. Also ich hatte in meiner Schulzeit ja auch nicht so viele Freunde, geschweige denn überhaupt irgendeinen. Also klar, ich hing da schon mit einer Person immer so ab, aber das war jetzt nicht so eine richtige Freundschaft. Es war, habe ich auch schon mal erzählt, eher so eine Zweckfreundschaft. Also, dass man einfach jemanden hat, mit dem man da, ja, die Zeit so verbringen konnte, ohne aber, dass man die Person dann noch im Privaten häufig getroffen hat. Das war zumindest bei mir so häufig der Fall. Und genau, Harry Potter war einfach da für mich ein Anker, weil, und das finde ich das Schöne an Harry Potter, das ist einer der schönsten Aspekte meiner Meinung nach überhaupt, weil bei Harry Potter ist es so, es spiegelt die reale Welt auf eine magische Art und Weise wider. Also, Harry Potter ist ja eigentlich nur ein Junge, jetzt immer ganz blöd und stumpf gesagt. Harry Potter ist ja einfach nur ein Junge, der zaubern kann, der auf eine Schule geht, so wie im realen Leben auch. Nur, dass er da anstelle von Mathe, Englisch und Deutsch Verwandlung, Zaubertränke und pflegemagischer Geschöpfe und solche Sachen halt hat. Also, die Parallelen zur echten Welt sind da. Und ich zum Beispiel habe es damals als Kind oder als Jugendlicher oder als Teenager, wie man das auch immer nennen möchte, ich habe es damals mega genossen, wenn das Buch, also die Bücher speziell, auch immer so diesen Alltagsstruggle thematisiert haben. So von wegen, oh nein, jetzt müssen Harry, Ron und Hermine noch Hausaufgaben machen, obwohl sie eigentlich gar keine Zeit dafür haben. Oder, oh fuck, jetzt kommt eine Prüfung und jetzt müssen sie für die Prüfung lernen. Oder Erzfeinde, Leute in der Schule, die sie einfach nicht mögen, wie Draco Malfoy und Crab und Goyle und so, die einfach, ja, den Schulalltag negativ beeinflussen oder Lehrer, mit denen man nicht klarkommt oder. Es gibt ja so viele, unglaublich viele Beispiele, die man einfach mit der realen Welt assoziieren kann. Und mir hat es damals einfach mega geholfen, weil es meiner Situation damals in der Schule einen Spiegel vorgesetzt hat und ich dadurch natürlich auch irgendwie das Ganze besser für mich reflektieren konnte. Versteht man das? Doch, oder? Und irgendwas habe ich hier falsch gemacht, glaube ich, oder? Nee, warte, hä? Nee, ist richtig. Hä, das sah gerade so aus, als wäre das nicht auf einer Höhe, aber das ist auf einer Höhe. Kurios, kurios. Muss ich, glaube ich, noch einen höher bauen? Moment. So, jetzt machen wir erstmal hier diese Torbögen, Leute. So, dann Joe und Joe und Joe. Ich glaube, so müsste es jetzt richtig sein, oder? Ist das auf einer Höhe? Ich kann ja einfach mal so eine Verbindungslinie bauen. Bei meinem Glück ist das jetzt nicht auf... Oh, es ist auf einer Höhe. Ach, das ist ja ein Traum, Leute. Alles klar. Ja, gut, dann machen wir die wieder weg und freuen uns einfach. Genau. Ja, und das ist halt nur ein Aspekt. Und dann natürlich, und das kommt noch ganz krass dazu, weil es ist nicht so, oder nicht nur so, dass Harry Potter mir meine Jugend- und Kinderzeit mega aufgewertet hat, ein mega Anker für mich war, sondern vielleicht wisst ihr es, hat die Harry Potter, das Fandom, mir ein Leben ermöglicht und natürlich auch die DA, aber ich sag mal, die DA wäre ohne Harry Potter nicht entstanden. Hat mir ein Leben ermöglicht, was einfach schöner hätte nicht sein können. Ich verdanke dem Fandom wirklich nicht nur meine Kindheit, sondern auch meine Zukunft. Es hat mein Leben auf eine so unendliche Art und Weise geprägt, dass mir fast Tränen in die Augen kommen, wenn ich daran denke. Ich werde auch als erwachsener Mensch immer auf diese Erlebnisse zurückblicken können. Ich werde auf eine Zeit zurückblicken können, wo ich und die Community, die durch mich ins Rollen gebracht wurde, wo Menschen daraus Hilfe generieren konnten, wo sie Zuflucht finden konnten, wo sie genau das erleben konnten und
ja, mitnehmen konnten, was Harry Potter mir damals auch mitgegeben hat. Und Zeitumkehrer Nummer Ahoi. So, wunderbar. Mobbt er mich? Er mobbt mich. Ja, jetzt auch noch? Nee, okay, cool. Danke, Zeitumkehrer. Ich mag dich auch. Genau, und das ist alleine schon der Grund, warum ich niemals Harry Potter da in der Form abdanken werde und auch kann, weil ich ja dank dem Ganzen einfach zu viel. Es kann sich natürlich, und das will ich auch gar nicht verneinen, es kann natürlich sein, dass es ähnlich wie meiner Meinung nach bei Star Wars irgendwann in eine Richtung geht, die ich vielleicht nicht mehr ganz so cool finde. Wo ich denke so, ja, die Serie ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich mir unter Harry Potter vorgestellt habe. Oder die neuen Fantastic Beasts-Teile sind alle für die Tonne. Oder, ne? Oder J.K. Rowling sagt, dass Brillenträger hässlich sind. Weiß ich nicht. Oder andere Dinge, die... Oder, ne? Also, einfach nur stumpfe Beispiele jetzt gerade. Und trotzdem, klar, würde ich dann irgendwann mit gewissen Leuten brechen. Oder beziehungsweise würde ich dann vielleicht auch sagen, ich meine die neue Harry Potter-Serie. Aber das ändert ja nichts an meiner Geschichte, die ich mit diesem Fandom verbinde. Und naja, allein die Tatsache, dass ich hier mit Let's Build Hogwarts dem Ganzen ein Denkmal erbaue, das war ja ursprünglich mein Sinn für dieses Projekt, weshalb ich es auch weitergeführt hätte, wenn mir auch keiner zugeschaut hätte. Auch wenn ich nicht damit, ich will gar nicht berühmt sagen, aber auch wenn ich damit nicht irgendwie meinen Job hätte bewältigen können oder wenn das Ganze nicht zu meinem Job geworden wäre, trotzdem hätte ich das Ganze als Leidenschaft weitergeführt, um Harry Potter ein Denkmal zu setzen, weil ich dem Ganzen irgendwie, auch wenn es jetzt blöd klingt, weil zurückgeben mit einem solchen Bauwerk kann man dem Ganzen nicht wirklich irgendwie so, ne? Aber doch, irgendwo schon. So, vielleicht versteht ihr, was ich meine und worauf ich hinaus will. Und das ist für mich halt einfach ein unglaublich wichtiger Aspekt. Ein Aspekt, der mir einfach wichtig ist, und ich habe hier, glaube ich, Blödsinn gemacht. Ja, ich habe hier Blödsinn gemacht, Leute. Das passiert, wenn man mal wieder zu viel labert. Zu viel labert. Lala labert, labert, labert. Ich muss diese Steine hier ein nach innen versetzen, um für mehr Wandprofil zu sorgen. Luisa, falls du hier gerade zuschaust, bist du stolz auf mich, dass ich so oft das Wort Wandprofil verwende? Und baue? Und lebe und tue und mache? Ich würde mich auf jeden Fall freuen, aber auch an die anderen Leute gefragt. Findet ihr aktuell meine Baumvorhaben gut? Also ich meine, die Folgen sind aktuell so retro wie schon lange nicht mehr. Weil, naja, ich baue hier super viel alleine, hab irgendwelche Themen, über die ich einfach random quatsche. Ich finde, ich bin wieder sehr gechillt, so, wenn ich rede. Also, ich habe mir das wieder angewöhnt. Also, es ist momentan auch ein Anliegen, was ich habe, dass ich einfach wieder Folgen so ganz locker aufnehme, wie ich es damals auch gemacht habe. Nur jetzt nicht mit dem Nase-zu-Effekt durch mein altes Mikrofon von damals, sondern dass ich das halt eben ohne Nase zu aufnehme. Nämlich so, genau. Und, ja, mich freut da einfach mega euer Feedback. Ich ziehe das jetzt schon seit ein paar Wochen durch. Am Anfang war es ein bisschen Übung, weil, naja, es war nicht erzwungen, dass ich teilweise so unglaublich aufbrausend in den Folgen war, sondern es war einfach eine natürliche Entwicklung, die ich hatte. Und auch die Tatsache, dass ich mir immer bei den Folgen so Ziele gesetzt habe und voll enttäuscht war, wenn ich die nicht erreicht habe oder so. Oder immer so riesige Bauteams hatte. Ich habe nichts gegen Bauteams, das sage ich gleich dazu, also keine Sorge. Aber immer diese riesengroßen Bauteams und halt immer, das war mir dann doch irgendwie ein Dorn im Auge. Und ja, deswegen habe ich das Ganze angepackt und mich würde halt sehr interessieren, ob ihr das Ganze so aktuell, wie es aktuell gestaltet ist, ob ihr es wieder eher so wie die alten LBH-Folgen wahrnehmt und ob euch das vor allem besser gefällt oder weniger gut, genau. Ja, zum Thema selber, also zu dem Thema, wie sieht es mit meinem Potterhead-Dasein aus? Ich werde immer Potterhead bleiben, Leute, allein aus dieser Begründung heraus und, für mich wird es auch immer die DA geben. Für mich ist das einfach ein Rückzugsort. Man muss, oder beziehungsweise die DA und auch das Harry Potter Fandom, das nimmt sich da beides nicht viel, sind Orte, an denen man sich verlieren und fallen lassen kann, wenn es die reale Welt vielleicht gerade schwer macht. Wenn äußere Umstände, wie Schule, Arbeit oder Familie oder Freunde, alles mögliche in diese Richtung, wenn das gerade in eine Richtung ist, die... Moment, ich mach mal eben meine aushilfsgöttlichen Kräfte. So, wunderbar. Wenn diese ganzen Facetten gerade irgendwie schwierig für einen sind, dann ist Harry Potter immer da, oder nein, sagen wir es anders, Hogwarts always be there to welcome you home. Das war italienisch und heißt, glaube ich, irgendwas Gutes. Und das, finde ich, kann man auch beherzigen. Und, ich finde, das ist einfach ein unglaublich schönes Thema, weil gerade auch, weil es
von sehr vielen Leuten da draußen, ich sag ja immer Cancel Culture, ich hoffe, ihr kriegt das nicht in den falschen Hals, also ich habe da halt eine spezielle Definition, die ich ja auch schon mal erklärt habe, aber es gibt halt da draußen auch auf Twitter sehr viele Leute, die wohl mal angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, kann auch sein, dass es nicht stimmt und sie einfach nur dicke Luft haben wollen, die da mal wohl Harry Potter Fans waren und dann dem ganzen Fandom abgedankt haben auf Grundlage, ja, von Dingen, die diesen Leuten halt nicht gefallen haben. Und ich finde das immer schade, weil, also klar, es kommt da auch immer auf die eigene Geschichte an. Also wenn jetzt jemand Harry Potter wirklich nur als Berieselung quasi wahrgenommen hat, so als ich lese mal eben die Bücher, weil sie wohl gut sein sollen und ich, ja, informiere mich dazu mal, weil einfach... Warte mal. Muss mal gerade ganz kurz was gucken, Leute. Ah nee, warte, alles gut, oder? Alles gut? Ist alles gut? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ist alles gut? Ah, haha, Leute, es tut mir leid. Ich, wartet. So, das muss nochmal nach oben gebaut werden, richtig? Richtig. Gut gemacht, Daniel. Ich glaube, ich habe gerade noch den Fehler selber erkannt. So, jetzt bauen wir das hier nämlich mal lustig nach oben. Denn der Sinn dahinter ist der, dass wir das genauso bauen wie auf der anderen Seite. So, wisst ihr, also... Ne? Da sieht man ja auch diese Säulen, die noch hochragen. Die habe ich jetzt nämlich gar nicht bedacht und habe mich schon gewundert. Irgendwas stimmt hier nicht, aber... Und ich dachte kurz, das liegt doch an der Wand und dass wir die wieder umändern müssen. Aber das war es zum Glück nicht, Leute. Toi, toi, toi. Und oh, da haben wir wieder unfreiwillige Zuschauer. Warte, wer ist das? Lilly Star04 und der bemooste Junge. Wollen wir die mal verprügeln gehen? Kommt, Leute, wir gehen die mal verprügeln. Zur Feier des Tages, weil ich heute gut gelaunt bin. So. haben sie mich schon gesehen? Verdammt, sie haben mich gesehen. So. Hallöchen, bemusster Junge, wie geht es dir? Hallöchen und Hallöchen, wer bist du denn? Ach so, ich habe deinen Namen schon gesehen. Lilly Star, geh mal da weg aus der Pflanze. Ich muss dich verprügeln. Hallöchen, wie geht's euch? Stalkt ihr mich etwa beim Bauen? Was denn? Ihr stalkt nicht, ihr seid schuld. Soll ich euch etwa verprügeln? Soll ich dich mit der Axt hier hauen? Hm? Soll ich dich hauen mit der Axt? Ich hau dich. So. oh nein, jetzt ist er traurig. Ich streichel dich, bemusster Junge. Schön, dass ihr hier seid. Und viel Spaß weiter beim Stalken, ohne dass ihr was mitbekommt, weil eine riesige, gelbe Wollewand oben ist. Aber ja. So, Lilly Star, du auch nochmal mit der Axt geschlagen werden? Ja? Okay, so. Bitteschön. Und ich streichel dich. Es tut mir leid. Ich wollte euch nur mal kurz verprügeln, weil ihr mich stalkt. Genau. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß hier und macht nichts Verbotenes, ne? Kein Techtelmechtel hier bei den Gewächshäusern, Mädels und Jungs. Ne? Gut, dass wir das geklärt haben. Gut, ab dafür. So. So, dann geht's wieder hier hin. Und dann müssen wir jetzt nur mal gerade kurz gucken. So, ich mache jetzt mal kurz hier überall diese komischen Verdickungen hin. So, genau. Ey, Leute, ich glaube, wir sind hier gerade voll auf dem guten Weg, was diesen Turm anbelangt. Ich bin gerade mega happy darüber. Weil ich meine, irgendwie glaube ich, dass hier gerade alles irgendwie so voll richtig ist, was ich tue. Gucken wir doch einfach mal. Ja, das sieht mir sehr nach ein bisschen Wandprofil aus. Warte mal. Ah, wartet. So, da machen wir nochmal kurz ein bisschen die Wand dicker. So, hier an der Seite auch. Dass das Fenster nur so ein Zweierfenster wird. Und hier auch nochmal so. Genau, und dann müssen wir natürlich... Warte, Treppen haben wir auch noch dabei. Dann machen wir jetzt nämlich den Step hier so. Zack. Und zack. Und damit... Oder wollen wir das Fenster noch... Ja, ich glaube, ich mache das doch noch mal ein bisschen höher. Ja, komm, wir machen das nur einen höher. Ich finde das irgendwie komisch so. Moment. So, das heißt, den da weg, den da auch noch weg. Und dann setzen wir die Treppe jetzt dahin und dahin. So, sieht's besser aus? Ja, ich würde sagen, so sieht's besser aus. Aber ich würde auch sehr gerne so da noch einen Stein hinsetzen. So, dass es ein bisschen freier so mitschwingt. Ja, geile Beschreibung, Daniel. Okay, ja, aber ist in Ordnung, glaube ich. Dann machen wir jetzt erstmal die Verdickungen. So. Und dann ganz ehrlich, Leute. Also ich werde jetzt nächste Folge nicht schon wieder hier dran bauen. Das war jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen ungeplant, dass ich das jetzt hier alles mache. Aber letzte Folge hat halt einfach alles so funktioniert, wie es normalerweise nicht funktioniert bei mir. Dass ich einfach voll die Motivation dafür hatte. Ja. Aber jetzt würde mich vor allem mal durch diese Folge interessieren, wie seht ihr das Ganze bezüglich des Themas? Also, wie steht ihr zum Potterhead-Dasein? Oder ihr könnt das auch gerne auf die DA beziehen oder wie auch immer ihr das gerne mal thematisieren wollt oder ansprechen wollt. Solange es natürlich nicht zu privat ist, also wenn euch da irgendwelche Themen, gerade auch weil das ein sehr deepes Thema sein kann, für manche bedeutet Harry Potter wirklich alles, für mich ja auch. Und manche haben auch viel, viel schlimmere Schicksalsschläge durch Harry Potter überstanden. Als Beispiel, Vorsicht, Triggerwarnung, ich weiß es nicht.
Depressionen zum Beispiel oder so, die durch Harry Potter da ja sehr in den Griff gekommen sind und wo man da sich selber so ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, mit therapieren konnte. Oder auch andere Leute, die ja, vielleicht private Umstände, die, ne, es gibt ja unglaublich viele schlimme Schicksalsschläge da draußen. Und ich habe von unglaublich vielen mitbekommen. Ich habe ja letzte Folge schon erwähnt, Leuten, die mir teilweise da Stories erzählen auf Insta, per PN oder so, oder auch in den Briefen, die ich von euch übers Postfach bekomme, da sind oft, sehr oft, solche Stories dabei, wo man einfach denkt, ey, das ist einfach unendlich traurig und dass es wirklich solche Schicksale auf unserer Erde gibt und dass gerade junge Menschen, gerade auch Kinder, solche Schicksalsschläge erleiden mussten, finde ich echt teilweise mega schrecklich. Und dann denke ich halt immer an diese Situation, Zeitung Kehrer Ahoi, nein, nicht an die, aber ich denke dann immer an die Situation, wie es bei mir damals war und wie sehr mir das Ganze geholfen hat. Und ich wünsche mir einfach und ich freue mich einfach, wenn ich von Leuten lese, ey, die DA oder Harry Potter war mir in den schwersten Zeiten eine riesige Stütze. Und das lese ich so oft, dass es irgendwo, dass da irgendwas dabei sein muss. Dass es nicht einfach so blöd dahergelabert ist, sondern dass es definitiv auch einen Hintergrund hat. Und ja, diesen Hintergrund möchte ich auf meinem Kanal gerne zelebrieren und hervorheben und jedem diese Möglichkeit geben. Weil, naja, ich sag mal so, Harry Potter und gerade die Wizarding World ist ja auch aktuell vor allem so ein bisschen kurz geraten. Ich denke mal, nächstes Jahr 2022 wird das ganze Thema wieder wesentlich größer durch die Fantastic Beasts-Reihe und so. Aber aktuell ist das ganze Thema ja doch ein bisschen im Hintergrund. Und stellt euch mal vor, die DA gäbe es nicht. Und ihr wollt aber, oder ihr braucht Harry Potter als Stütze. Klar kann man sich auch die CDs, also die Hörbücher oder auch die Bücher oder auch die Filme zum 2-milliardensten Mal ansehen. Aber was ich so unglaublich schön finde, ist, dass die DA als größte deutsche Harry Potter Community dem Ganzen einen Mehrwert gibt. Also sie macht aus Harry Potter wieder das, was es ursprünglich auch mal war. Eben etwas, was man zelebriert, etwas, was man lebt, etwas, was man, wo man seine Leidenschaft drin reinstecken kann. Und ich finde es relativ schwer, seine Leidenschaft in der Form auszuleben, dass man die Bücher zum 2-milliardensten Mal liest, die Hörbücher zum 2-milliardensten Mal hört. Habe ich damals alles auch gemacht. Aber ich finde, das befriedigt nicht darin, diese Leidenschaft in der von, also in der gewünschten Form auszuleben. Versteht man, was ich sagen will? Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen melodramatisch oder so ein bisschen, oh, Daniel macht jetzt hier einen auf Drama Queen und versucht jetzt hier, keine Ahnung, irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass es so klingt. Aber so meine ich es auf keinen Fall und vielleicht versteht mich der ein oder andere. Und ich freue mich einfach auf eure Kommentare, Leute. Solche Deep Talk-Themen, ich kriege da jedes Mal auch gerade von vielen erwachsenen Leuten, das ist ja auch das Schöne an der DA, wenn ihr mal in die Kommentare schaut, ich denke mal, das wird diesmal auch wieder der Fall sein, gibt es mega viele ältere Leute, also so Ü30, also älter, nicht alt, Ü30, Ü40, teilweise sogar Ü50 oder so, die dann ihr Feedback dalassen. Und jetzt auf einmal finde ich das Fenster wieder zu klein. Moment. Genau, und ich finde es einfach mega spannend, weil, naja, jede Altersklasse hat ja so ihre eigenen Lebensweisheiten. Und genau, ich freue mich einfach auch schon, die ganzen Kommentare, aber auch von den jüngeren Leuten. Also ich freue mich von allen, die Kommentare dazu lesen und eure Eindrücke dazu, genau. So, ja, so gefällt mir das doch schon wesentlich besser. Leute, wie findet ihr das aktuell, wie es ist? Also die Wand da übrigens, diese Wand hier müssen wir nochmal ein bisschen verkleiden. Die ist aktuell noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber die anderen Wände sind hier schon fertig und ja, wir sind auf einem sehr, 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 sehr guten Weg, Leute. Gefällt mir. Aber ja, werden wir auf jeden Fall jetzt auch in den nächsten Folgen weitermachen. Also jetzt nicht diese Woche, weil ich habe ja noch andere wichtige Aufgaben, die da anstehen. Aber für nächste Woche wird das definitiv wieder ein Thema. Vielleicht schaffen wir es ja sogar wirklich in dieser Staffel, den Turm fertig zu bauen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wenn euch diese heutige Folge gefallen hat und auch das heutige Thema, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder, ja, am Freitag zur nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Und ich freue mich wieder, wie schon gesagt, wahnsinnig über eure Kommentare. Lasst mir gerne welche da und dann bis morgen oder bis 16 Uhr zu Hogwarts Mystery. Leute, ihr kennt den Uploadplan. Tschüss!